Deutschland wird ganz gerne als das größte Bordell Europas bezeichnet. Das liegt daran, dass man hier im Vergleich zu anderen Ländern ganz legal Sexarbeit anbieten kann. Und es soll in Deutschland über 2000 Bordelle geben. Ich habe mich gefragt, was das eigentlich für Menschen sind, die so ein Bordell betreiben, und bin auf YouTube auf Werner Frankfurt gestoßen. Der flext nicht nur ganz gerne mit teuren Autos, sondern ist ein echter Bordellbetreiber. Und der sieht ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus, wie man sich so einen Bordellbetreiber vorstellt. Und ihn habe ich getroffen und mit ihm einfach mal ein bisschen über seinen Job und über das Rotlichtmilieu gesprochen. So, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Erstmal so für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du, was machst du? Also ich hatte mit 23 oder 24 hatte ich mein erstes Bordell eröffnet gehabt. Das war in Würzburg oben und seitdem her bin ich Bordellbetreiber. Ich habe mich ja jetzt aus dem Tagesgeschäft schon seit längerer Zeit rausgezogen. Kümmere mich eigentlich immer nur so, wenn so Umbauarbeiten noch zu tun sind oder ums Marketing von den Geschäften tue ich mich kümmern. Und ansonsten verbringe ich die Hälfte vom Monat im Abea und die andere Hälfte bin ich hier. Okay. Und ja, und habe mittlerweile, sage ich mal, gute Leute. Meine Frau, die tut sich jetzt um alles kümmern. Ihr Bruder arbeitet im Unternehmen mit, die Schwester arbeitet im Unternehmen mit. Ja, und die schmeißen das Ganze halt so jetzt alles. Okay, also das heißt, du hast dich so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rausgezogen. Genau, richtig. Das Einzige, wo ich mich noch drum kümmere, das ist, wie gesagt, das Marketing, um Werbung. Und hast ja jetzt auch einen YouTube-Kanal gestartet? Genau, und habe jetzt auch einen YouTube-Kanal gestartet, ja. Wie kam es dazu, dass du dann überlegt hast, yo, ich starte einen YouTube-Kanal? Ach, ich wollte ja eigentlich gar nicht. Ich bin gefragt worden, also 8 Wochen bevor wir angefangen sind, bin ich damit konfrontiert worden, wurde da von jemandem gefragt und dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und ja, dann kam in den 8 Wochen jede Woche immer mal so eine Anfrage. Waren wir mal beim Essen alle, die ganze Familie, die Angestellten alle, und dann hatten die halt so zu mir gesagt, Mensch, du wolltest eigentlich auch nie Instagram haben und alles, ne? Aber durch das Instagram hast du auch recht viel Werbung gemacht und da haben die Frauen dich auch angeschrieben und haben auch wollten Zimmer mieten und hast dann immer die Nummer gegeben gehabt von den Läden und alles. Dann hat es bei mir so Klick gemacht und habe ich gedacht, ja gut, das ganze Social Media, das gehört ja heute eigentlich zu jedem Unternehmen so mit dazu. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es. Aber wir sind ja nicht bewusst, dass sich ja so viele Leute dafür interessieren. Ne? Aber so Rotlichtmilieu ist ja schon irgendwie was Spannendes, weil es ja auch immer noch so ein Tabuthema ist. Irgendwie viele Leute wissen nicht so richtig, was da abgeht. Richtig. Aber du gehst da jetzt so ganz transparent mit um. Das habe ich schon seit dem ersten Tag gemacht, wo ich Bordellbetreiber war. Also ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, was ich mache. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, jeder will Geld verdienen. Das Finanzielle war bei mir gar nicht so im Vordergrund gestanden. Für mich war das einfach so ein Jugendtraum, den ich mal erfüllt habe und alles. Und den habe ich auch gelebt bis zum heutigen Tage. Du siehst ja schon auch so ein bisschen aus, wie man sich so einen Bordellbetreiber vorstellt. Okay. Kann das nicht auch manchmal hinderlich sein, weil irgendwie, keine Ahnung, Leute ja einfach Vorurteile haben, was das Ganze anbelangt? Na gut, jetzt sage ich mal so, was mein Äußeres betrifft, das war mein Leben lang so. Ich muss natürlich sagen, in den 90er noch und 2000er, da war das ja alles so ein bisschen, sagen wir mal, ein Bordellbetreiber oder ein Luden, den hat man natürlich schon von 100 Meter Entfernung natürlich erkannt und alles, ne? Aber mittlerweile, die Zeiten haben sich ja sehr, sehr geändert und das Milieu ist ja nichts mehr so, wie es ja früher mal war. Es ist recht weich gespült worden und man muss jetzt auch dazu sagen, 2001 kam ja das Prostitutionsschutzgesetz raus und in den 90er und 80er, das war ja alles, egal was man eigentlich gemacht hat, das war alles so ein bisschen eine Grauzone und alles. Aber es ist ja alles legalisiert worden, ne? Es ist ja jetzt alles, selbst wenn man ja heute eine Wohnung ja aufmacht und da wird der Prostitution nachgegangen, man braucht eine Genehmigung und alles, das hat es ja früher alles gar nicht gegeben gehabt und alles. Ne? Die Frauen, die zahlen jetzt mittlerweile Steuern und alles. Also der Staat hat es eigentlich schon, sag ich mal, auf den Weg gebracht, so dass man eigentlich nicht mehr irgendwo in einer Grauzone mal leben muss oder so. Ne? Und wie findest du das, dass es da diese Entwicklung gab? Ja, ich find's gut. Ich habe natürlich die alten Zeiten auch noch mitgemacht gehabt. Da war das Milieu noch eine eingeschworene Gemeinschaft und alles. Das ist ja mittlerweile nichts mehr. Es gibt ja auch keine Revierkämpfe mehr und alles. Mittlerweile kann ja eigentlich jeder ein Bordell ja öffnen und alles. Und wie gesagt, und was das Äußere betrifft, hat sich ja auch sehr viel verändert. Also es gibt ja mittlerweile Bordellbetreiber, die laufen ja rum angezogen, sagen wir mal, wie Karl Lauterbach. Aber es gibt natürlich dann auch solche, die sind in das Geschäft
Geschäft eingestiegen, die haben da Geld investiert, ne? Aber nach außen hin geben sie es nicht preis. Also die wollen zwar im Milieu Geld verdienen, aber die wollen, dass die Leute es nicht wissen und alles. Und das ist was, wo ich sage, das hätte in den 80er und 90er, auch noch 2000, das hätte gar nicht funktioniert. So ein Mann hätte im Milieu nicht lange überlebt, weil entweder ich mache das Geschäft und stehe dazu oder ich lasse das Ganze gehen, weißt du. Aber wie gesagt, es hat sich sehr viel geändert im Milieu. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist alles recht weich gespült worden. Da sind Leute jetzt im Milieu natürlich auch tätig, die hätten früher nie Fuß gefasst. Aber du, es ist okay, es ist okay. Sag mal, wie verdient man denn eigentlich als Bordellbetreiber Geld? Also wie läuft das ab? Als Bordellbetreiber vermietet man ja Zimmer. Also man vermietet an die Sexarbeitenden, genau, einfach die Zimmer? Richtig, richtig, richtig. Da kommt halt eine Prostituierte her, oder ich nehme das Wort ja auch ab und zu nochmal ja im Mund, nein, weil es für mich ja kein Schimpfwort ist, Hure und alles. Die kommen da an, mieten ein Zimmer, dann bezahlen die ihr Miete. Wie viel ist das dann so? Ach, das sind, glaube ich, immer so 100, 120, 125 schwankt das immer. Am Tag dann? Am Tag, ja. Da kommt eine Frau, die mietet sich ihr Zimmer an, sagen wir mal am Samstag, Samstag reist sie an und mietet sich ihr Zimmer an. Dann zahlt sie ihr Miete. Und dann, was sie an dem Tag verdient, jetzt mal angenommen, sie würde 400 Euro verdienen oder würde 500 Euro verdienen oder 700, also das hinterfragen wir ja auch gar nicht, was da verdient wird, aber das Geld ist dann ihres. Das heißt, die Frau ist selbstständig tätig. Und richtig, die Frau ist selbstständig. Mietet einfach das Zimmer, richtig, und alles, was sie mehr verdient als die Zimmergebühr, kann sie selber behalten. Richtig, richtig. Aber wie ist das dann, wenn sie mal irgendwie nicht so viel verdient? Das ist das dann auch so Berufsrisiko quasi? Man, naja, gut, es ist ja jetzt so, wenn eine Frau jetzt, sag ich mal, Zimmer anmietet und die sollte jetzt an dem Tag das Geld jetzt, sag ich mal, nicht verdienen, ne, oder so, setzen wir sie natürlich nicht auf die Straße und alles, ne. Aber sagen wir mal so, dann ab dem dritten Tag, da würde natürlich dann schon gefragt werden, weil das ja eigentlich unmöglich ist, dass jemand nicht verdient oder so. Aber wie gesagt, wenn die Miete nicht bezahlt wird, dann wird's einfach als Block aufgeschrieben und dann zahlt es halt einen Tag später. Jetzt gibt's ja auch irgendwie ganz viele Vorurteile, was das ganze Thema Prostitution angeht. Mhm. Zum Beispiel, dass die Frauen alle ausgebeutet werden, dass sie irgendwie Menschenhandel irgendwie, dass sie gezwungen sind, das Ganze zu machen. Was sagst du dazu? In dem Milieu passiert ja manchmal das eine oder das andere. Also es ist ja nicht so, dass sowas ja einfach erfunden wird. Das findet zwar ab und zu noch mal statt. Auf jeden Fall bei uns in den Geschäften ist das nicht der Fall. Jede Frau kommt da selbstständig an. Wie gesagt, jetzt alleine aufgrund dessen, dass ich jetzt fast 3 Jahrzehnte das Geschäft ja schon betreibe, bin ich im Milieu auch recht bekannt. Viele Frauen, die kennen mich schon lange, oder beziehungsweise sind ja Angestellte bei uns, die arbeiten ja schon seit 8 oder 10 Jahren, sind die bei uns tätig. Meine Frau, die macht das ja jetzt auch schon über 10 Jahre und alles. Und da kennt man natürlich, ist ja klar, da kennt man natürlich dann auch Gott und die Welt. Und wenn man da mal bekannt ist und hat, sag ich mal, einen guten Ruf, dann kommen die Frauen ja auch gern angereist in die Häuser. Überprüft ihr dann irgendwie, ob die Frau das freiwillig macht oder ob sie von irgendwem gezwungen wird? Oder bekommt ihr das mit, wenn das so wäre? Also wie gesagt, jede Frau muss das für sich selber entscheiden. Wenn wir das auf jeden Fall mitkriegen würden, dass eine Frau da gezwungen wird, also dann würde das auch beendet werden. Aber das ist ja definitiv nicht der Fall. Das ist ja auch schwer möglich. Wir haben ja bei uns ja auch immer Kontrollen, ne? Das heißt, wie sieht das dann so aus? Naja, da kommen dann Kontrollen nahe und dann wird mit den Frauen gesprochen, die Ausweise werden kontrolliert und alles. Man sieht ja eigentlich, wie oft eine Kontrolle immer ins Haus kommt. Wenn, sag ich mal, die nicht so oft kommt, dann hat man eigentlich immer einen guten Bezug zu den Ordnungsämtern und die Ordnungsämter wissen, es ist okay in dem Haus, ne? Ja. Wenn natürlich irgendwelche Fragezeichen da entstehen oder irgendwelche Gespräche da in der Stadt aufkommen und alles, dann kann man davon ausgehen, dass man auch einmal die Woche kontrolliert wird oder vielleicht auch 2 oder 3 Mal die Woche, ne? Die Kontrollen kommen dann wegen dem Prostituierten-Schutzgesetz. Ja, richtig, da werden natürlich die Ausweise kontrolliert. Das eine oder andere Mal wird dann auch halt mit den Frauen auch mal gesprochen und alles. Und aber gut, da sind wir, da ich ja sowieso nichts war anwesend und die Leute aus dem Büro sind ja da meistens ja auch nicht anwesend. Da sind dann wiederum dann andere Leute da drin, die gucken sich halt dann die Akten an, die ganzen Ordner, ob die Frauen alle registriert sind, ob die Ausweise stimmen und
und alles. Eine Frage, die auch viele Leute so gestellt haben, warum kommen so viele Prostituierte aus dem osteuropäischen Ausland? Woher kommt das? Sehr viele Prostituierte kommen ja aus Rumänien ja unten und alles. Und ich meine, da muss man ganz einfach sagen, die sind zwar der EU beigetreten, ne? Sind aber nach wie vor halt verarmte Länder. Ne? Und man muss halt eins klipp und klar sagen, die Politiker von da unten, die haben es halt verstanden, das ganze Land noch zu verkaufen. Ne? Also am Land, wo es finanziell sowieso nicht gut geht, durch die ganze Korruption, was da unten halt war und alles, haben die dem Land halt sozusagen einen Gnadenstoß ja noch gegeben gehabt und alles. Ne? Und dann musst du natürlich vorstellen, da wo halt natürlich dann Armut herrscht, da suchen sich natürlich dann viele irgendwo einen Weg, natürlich dann an Geld ranzukommen. Ne? Da unten sind wirklich viele Familien, da sind Kinder und alles und da ist einfach gar kein Geld da und alles. Ne? Es gibt auch viele Frauen, die gehen hier der Prostitution nach und die schicken dann an die Familie Geld runter und alles und unterstützen auch die Familie. Aber es gibt natürlich auch viele, die gehen in ein Restaurant arbeiten, ne? Oder gehen auf den Bau arbeiten und schicken dann auch Geld runter und alles. Ne? Also das mit Osteuropa, das darf man ja nicht nur auf die Prostitution ja beziehen. Ne? Wie ist so die typische Prostituierte drauf? Die typische Prostituierte, die gibt es überhaupt nicht. Also ich kann jetzt nur aus Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt das fast 3 Jahrzehnte lang durchlebt und alles. Also es gibt wirklich aus allen Schichten sind Frauen, wo diesen Beruf nachgehen. Die Studentin, die möchte sich was dazu verdienen, dann kommt sie auf die Idee und dann gehe ich halt ins Bordell rein. Da kann irgendeine Frau im Supermarkt an der Kasse arbeiten und Ende des Monats kriegt sie ihre Lohnabrechnung und da stehen 1000 Euro drauf, das langt vorne und hinten nicht. Dann wird sie vielleicht irgendwie mit dem Bordell mal konfrontiert oder hat sich schon mal so insgeheim Gedanken darüber gemacht und dann, ja. Und so nimmt der Weg dann seinen Lauf. Ne? Glaubst du, dass Prostituierte werden auch Frauen, die den Job richtig gut finden? Oder geht es wirklich hauptsächlich darum, einfach viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen? Definitiv, da geht es nur um Geld. Lass vielleicht 1% von 99%, 1%, also habe ich auch schon mitbekommen, also die haben den Job wirklich leidenschaftlich gemacht und gern, den hat's ja wirklich gefallen, aber wie gesagt, das ist ja von 1000 vielleicht eine oder zwei, aber der Rest macht's ja nur wegen Geld, da geht's nur um Geld und nichts anderes. Da geht es ganz einfach darum, schnell Geld zu verdienen oder irgendjemand hat Träume und weiß, auf normalen Wege kann ich mir die gar nicht erfüllen. Das geht nur, wenn ich, sag ich mal, jetzt der Prostitution nachgehen würde oder so. Ne? Also ich habe auch schon Frauen erlebt, die kamen an, die waren 4, 5 Jahre im Haus, hatten die sich eingemietet gehabt und alles. Und nach 5 Jahren haben die den Schlüssel umgedreht und das war's. Und die haben dann irgendwelche erfolgreiche Firmen mit ihrem Mann aufgemacht. Mhm. Also das hat es auch schon gegeben, das habe ich auch schon mit eigenen Augen gesehen. Und sowas selber, muss ich dann ganz ehrlich sagen, das imponiert mir selber dann auch. Wenn ich dann sehe, dass eine Frau nicht einfach nur der Prostitution nachgeht, um so den Konsum zu bedienen, den sie gern hätte. Es gibt ja viele Frauen, die gehen her, die verdienen ja gutes Geld, aber das hauen die ja jeden Tag zum Fenster raus oder sammeln 2, 3 Tage an oder eine Woche und dann gehen sie hin und geben es halt für Klamotten und weiß der Herrgott was aus, für irgendwelche Magenklamotten oder so. Also das gibt's auch. Ne? Aber wie gesagt, man kann es jetzt nicht pauschal sagen. Ist das irgendwie verwerflich, dass irgendwie man dann zu Frauen geht, die da eigentlich gar keine Lust drauf haben, aber das nur wegen dem Geld machen? Es kann ja gar nicht verwerflich sein, weil kein Bordellbetreiber zwingt ja die Frau ja da. Ne? Oder du gehst ja nicht als Bordellbetreiber jetzt auf die Straße und sprichst wahllos Frauen an und sagst, hast du Lust, bei mir ein Zimmer zu mieten und alles. Ja. Verwerflich kann das ja nicht sein, aber die Leute draußen müssen halt auch langsam mal aufhören. Es hat sich schon sehr, sehr viel verbessert und alles, ne? Aber die Leute draußen, die müssen mal aufhören und ab und zu mal, es gibt ja richtig, kann man schon direkt sagen, schwachsinnige Leute, wo Gedanken haben und wie das Ganze darstellen und alles. Das ist ein anerkannter Beruf, die Leute, also die Frauen, die zahlen Steuern und alles. Und dann kann man nicht hergehen und weiterhin die Frauen dafür verurteilen. Ne? Wenn es doch jemand nicht gefällt, dann ist doch gut, aber dann geh doch nicht her und tu die Leute verurteilen oder
also teilweise diskriminieren und alles. Das ist doch völliger Blödsinn. Die Zeiten, die sind doch schon lang vorbei, weißt du? Und das muss halt einfach die Gesellschaft mal da draußen halt mal akzeptieren. Aber muss halt natürlich sagen, im Gegensatz zu früher, es wird schon ganz anders mit anderen Augen gesehen, das Ganze, ne? Ja. An der Hure oder an einem Bordellbetreiber, ne? Da kannst du eigentlich am Image rumfallen, wie du willst. Ich tue an meinem Image überhaupt nicht rumfallen, weil ich bin so, wie ich bin und fertig. Und alles, was ich mache, dazu stehe ich auch und alles, ne? Aber ich will nur damit sagen, das ist ein Beruf, der wird auch in 100 Jahren noch sozialkritisch angesehen, ne? Und das finde ich eigentlich schade. Das müssen doch die Leute ganz einfach da draußen doch einfach mal kapieren und alles, ne? Und der Staat verdient doch auch an der ganzen Prostitution. Als Bordellbetreiber tust du doch da Steuern bezahlen und alles. Jetzt denken viele Leute ja auch, dass das Rotlichtmilieu automatisch auch mit Kriminalität einhergeht. Mhm. Wie ist das so in der Realität? Wie viel Kriminalität spielt da eine Rolle? Ja gut, Kriminalität gibt's ja in allen Berufszweigen, ne? Ich kann da halt sagen, im Milieu früher, ich rede allerdings von früher, ne? Da hat natürlich das eine oder andere auch schon stattgefunden, ne? Also da wurden gewisse Dinge, wurden halt einfach nicht akzeptiert, ne? Und dann wurde es halt der Gegenpartei halt dann klipp und klar, wenn sie es mit Worten nicht verstanden haben, dann andersweitig halt dann beigebracht gehabt und alles. Wovon redest du jetzt? Davon, dass unterschiedliche Gruppen verschiedene Bordelle betreiben? Naja, richtig. Das jetzt mal zum Beispiel. Oder im Milieu hatten sich ja auch viele, da treibt sich ja jeder rum, Betrüger, alles Mögliche. Und wie gesagt, und da, wenn es halt da Probleme gab, die wurden dann halt auch gelöst, ne? Ja. Und das ist das, was ich meine. Und das Milieu hat sich ja zu 180 Grad ja verbogen. Also es ist ja nichts mehr so, wie es früher war. Es ist ja auch nicht schlecht, so wie es jetzt ist. Ich finde jetzt nicht alles gut, was jetzt ist und alles. Aber es ist jetzt auf jeden Fall eine Plattform geschaffen, wo man, sag ich mal, auf legale Art und Weise sein Geld in dem Berufszweig verdienen kann. Was würdest du sagen? Also wie hat sich das Rotlichtmilieu jetzt so in den Jahren verändert? Es sind dadurch, dass die Gesetze geändert worden sind und alles. Ne? Hat sich ja sehr viel verändert. Es kamen andere Leute jetzt ja auch mit dazu. Es wurde alles vereinfacht. Es wurde ja dann teilweise, war es ja auch richtig gewollt, dass natürlich da mal ganz andere Leute ins Milieu nahe kamen, nicht gerade die, wo jetzt immer schon tätig waren und alles. Also mir ist jetzt vom Milieu schon seit langem nichts mehr bekannt wegen irgendwelchen Revierkämpfen, irgendwas. Oder und wenn du ja heutzutage ja mal anguckst, das kann ja wirklich heute eigentlich jeder Bordell aufmachen, ne? Aber wie gesagt, ich kann es nur jedem raten, wer glaubt, dass er Bordell aufmacht und hat eine Gelddruckmaschine, der wird spätestens nach ein, zwei Monaten wieder merken, dass es nicht so ist, ne? Okay. Weil die Umsätze und alles natürlich sich auch sehr, sehr geändert haben, ne? Im Gegensatz zu früher, ne? So, dein Vermögen kommt von früher, oder? Ja, mein Vermögen jetzt. Ich meine, über Geld rede ich grundsätzlich nicht. Wir verdienen ja nach wie vor Geld ja damit. So ganz ist es nicht. Aber es sind halt nichts mehr die Summen, was früher halt verdient worden ist und alles, ne? Die andere Seite soll sich aber keiner so einfach vorstellen. Ich mache ein Bordell auf, ich habe da Haus und da tue ich dann 10 Frauen rein und dann kassiere ich so und so viel Miete. Also so einfach ist das nicht, ne? Mhm. Das ist genauso schwer wie jedes andere Geschäft genauso, ne? Was denkt ihr über Werner und über das Thema Sexarbeit? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Weil ich habe vor, noch mehr Videos zum Thema Sexarbeit zu machen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Gedanken und auf eure Fragen. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie so ein Bordell vom Werner in echt aussieht, dann checkt das Video auf meinem Hauptkanal aus. Oder wenn ihr noch ein weiteres Interview sehen wollt, dann schaut euch dieses Video an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!